Eins haben wir noch zu tun. Anpassen. Und als fertig markieren. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Heute haben wir vor, die Kettensäge rauszuholen und wild durch die Gegend zu rennen. Verdammte Maus! Nein, das haben wir nicht vor. Wir haben vor, uns ein bisschen Material zu holen. Und zwar, wir gehen hin und ignorieren, dass ich mal wieder nicht weiß, wo ich hinklicken will. Setzen uns hier erstmal, ich glaube, einer reicht erstmal. Weil, nee, dann setzen wir uns hier hin. Ich habe so das Gefühl, dass diese Richtung gar nicht so gut ist, wie ich das eigentlich vorhatte. Na komm, setzen wir so hin. So. Und zwar gehen wir hin und machen. Sollte vielleicht nochmal durchziehen. Wobei das. Ja, wir packen da hinten nochmal welche dran. So 10 Stück. Wird wahrscheinlich nicht reichen, was wir da haben. Also vergrößern unsere Plattform in diese Richtung noch ein wenig. Sollen wir sie hier vergrößern? Das ginge auch. Da so ein bisschen rüber. Das glaube ich auch ganz gut Sinn, oder? Ja. Wir weitern uns dahin. Und zwar von da hinten aus gehen wir noch darüber. Dann haben wir genug Platz, um unser Kraftwerk zu bauen. Und dafür werde ich heute Materialien sammeln, alles hier reinschmeißen und wir gucken, dass wir dieses Kraftwerk dieses Kraftwerk fertig kriegen. Das bedeutet aber auch, das wird, wenn ich das hinkriege, das ist ein bisschen geschnitten. Schauen wir doch einfach mal. T war wieder mal falsch. R ist das Richtige, was ich suche. So. Wir fangen erstmal hier mit an. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Das können wir uns ja jetzt mal eben angucken. Also, Plan ist, was haben wir denn? Also, das muss auf jeden Fall, das Ding ist etwas über 2. Also gehen wir mal von 3 aus. Nehmen wir 5. Okay. Dann nochmal 3. Und dann müssen wir die beiden Sachen sowieso oben drüber packen, also in eine höhere gelegene Flasche. Das heißt, das können wir drüber machen. Dementsprechend würde ich behaupten, wir fangen damit an, dass wir die Generatoren, setzen wir die Generatoren nach ganz hinten und packen oben drüber die, also einerseits die Zeile, die könnten wir ein bisschen weiter vorne hinpacken und die ein bisschen weiter hinten. Das wäre so mein Plan. Dann gehen wir hin, weil die müssen ja auch erhöht stehen. Genau. Das heißt, wir machen eine Dreierplattform ganz hinten hin. Da fällt mir gerade auf. Fehlen mir da noch. Okay. Ich war auch schon mal so fleißig und habe in unsere To-Do-Liste ein paar Sachen reingepackt. Und ich würde jetzt auch gerne nochmal wieder Plattformen reinpacken und wir machen einfach nochmal 100 Stück dazu. So. Dann haben wir das. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal nicht schon wieder das Zeug. Ich gehe jetzt erstmal hin und kaufe ein wenig ein. Was wir jetzt machen. Wir fangen an. Und ganz hinten. In der Ecke. Also hier. Setzen wir 3 Reihen hin. 2. 3. So, das machen wir. Machen wir schon mal die ersten 10. Nochmal und dann nochmal
3 jeweils. So haben wir das. Wir nehmen uns einmal eine. Wir stellen uns die Rampe dahin. Ja, verdammt. Wir stellen uns die Rampe dahin. So. Wir fangen ganz vorne an und wir stellen sie möglichst weit hinten dran. Also, wir wollen Strom. Dafür brauchen wir hier oben einmal die. Unten drunter müssen die stehen und oben drauf kommen diese hier. Okay. Da ist Eingang, da hinten ist Ausgang. So, das ist unsere erste Plattform. Und wir sehen schon direkt, die sind so groß. Die sind größer als 1. Das ist doof. Und was wir noch sehen sollten, egal, wir ziehen die jetzt hier hin. Und zwar wollen wir die. Warum kann ich die denn jetzt? Okay, wir müssen sie so setzen. Das hängt mir zu viel über, so ist okay. Das ist gar nicht so schlecht. Da unten können wir alles abbauen. War hier noch irgendwie eine Schnecke drin? Nein. Dann springen wir hier rüber. Okay. So, jetzt kommt für mich der wichtige Teil. Den hätte ich vielleicht vorher beachten sollen. Aber egal. Okay, der Eingang ist hinten, der Ausgang ist an der Seite. Dann hoffen wir, dass wir das dann nachher alles schön gebogen kriegen, wie ich das brauche. So, die sind auch komplett weg. Cool. Damit das jetzt aber auch mit den Boiler-Plattformen funktioniert, die muss ich ja hier vorsetzen. Nämlich. Ups. Falscher. Können wir uns da mal ein bisschen mehr Platz. So, okay. Also, wir haben hier schon mal eine ganze Menge Zeug dran gekriegt. Ich würde auch vorschlagen, wir lassen uns den einen frei. Da können wir dann nämlich sowas machen wie die ganzen Pipelines. Okay. Dann fangen wir jetzt wieder ganz vorne an. Ja, sollte auch genug Platz da oben sein. Jetzt gehe ich davon aus, wenn ich hier eine Boiler-Plattform nehme, da ist der Fall, den muss man so haben. Ja, das ist schon mal. Also ich habe gesagt, ich will einen freilassen. So. Das sieht doch gut aus, oder? Das ist von der Größe her genauso wie das andere. Also hin da.
fertig. Ich will nur nicht zugeben, dass ich hier runtergefallen bin und gar nicht aufgepasst habe. So. Die Plattform ist deutlich zu groß geworden. Uns überlegen, wie wir das am besten hinkriegen mit dem ganzen Zeug, das dann wieder hier hochkommt. Und da werde ich dann irgendwann hier zwischendrin, wenn ich die Dinger gesetzt habe, was jetzt als nächstes kommt, werde ich dann gucken, wie hatten wir das denn? Wir haben gesagt, es ist jeweils 5. Ne? Das heißt, ich würde anfangen mit dem Schornstein und der ist einfach, den ziehe ich hoch und fertig. Also er geht dann hier so hoch und dann oben rein. Anders sieht es aus mit dem Zeug. Das muss ich an der Decke entlang führen. Obwohl ich noch gar nicht weiß, ob ich irgendwelche Deckendurchführungen habe. Und nach 5 geht das dann rüber. Das heißt, wir gehen jetzt hin. Setzen uns die 7. Hier an die Kante. Das geht ein. Geht dahin. So bleibt das stehen. Perfekt. 1, 2, 3. Müssen das hier an denen ausmachen. 1, 2, 3, 4. Da ist die 5. Und wir haben hier keinen. Eins, zwei, drei. Das sollte ungefähr. Was ist das mit dem? Ja. Weil dann haben wir da drüben den Kollegen drauf. Und hier vorne kommt der Kollege drauf. Dann geht das da rein. Oh, oder ziehe ich den? Das könnte vielleicht. Das sieht besser aus, ja. Den ziehe ich gleich einen rein. Dann haben wir nämlich da, dass es hochgeht. Also das Fundament nehmen wir nochmal weg. Dann müssen wir das Zeug einen rüberziehen. Aber ich will das jetzt nicht, sonst komme ich mit deiner Zählweise durcheinander. So. Dann gehen wir hier hin. Das ist unsere. Also das hier ist unsere 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dementsprechend kommt da und hier wieder und wir setzen das nächste Fundament da oben drüber. So, müsste so sein. Kommt dort wieder der Chimney hin. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Dann hier wieder 2. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4. Das passt auch. Dahin. Da kommt
müsste er. So, der hin. Dort den Kollegen. Und dort den Kollegen. Und das, was da rauskommt, muss dann irgendwie da hochgebracht werden. Dann müssen wir hier unsere Rampe wegmachen. Was kein Problem ist, dann können wir die vorziehen und dann ist gut. So. Die Lücken sind auch letztendlich nur erstmal dafür da, um überhaupt einen Überblick zu haben. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal ordentlich was geschafft. Wie sieht es denn aus mit Wasser? Wir brauchen das müssen wir jetzt unten abgucken gehen. Ich das jetzt, sehe ich das gerade richtig? Und wir haben unsere. Okay. Wir haben unsere Liste komplett abgearbeitet. Das heißt, ich habe mich auch da nicht vertan. Stress hier. Wir wollen hier hin. Achtung, Achtung. Okay. Was haben wir denn? Wir brauchen, also wir haben einen Verbrauch von 22 Kubikmeter pro Minute. 22 Kubikmeter pro Minute. So. Der macht 60 pro Minute. Sollte der nicht eigentlich 120 pro Minute machen? Oder ist das in der Mod geändert worden? Ah, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. So, ich war noch am Rechnen. Also, wir haben 23 mal 22, die wir brauchen. 506. So. durch 60 sind 8,43. Also 9. Wir brauchen 9 mal Wasser. Was sagt denn unser... Oh Gott. Oh Gott! Dann geht es wieder los. Da bin ich falsch, da bin ich richtig. So. Gucken wir mal. 4. Okay. Im Moment geht es mir um nichts anderes als die Orientierung zu verlieren. Hochzulaufen. Und den wichtigsten Artikel von allen zu holen. Wunderbar. Ja, das sind 3. Wir nehmen das. Dann sollten wir die 4 loswerden. Ja. Perfekt. So, wir gehen jetzt hin, setzen den Kollegen dahin, packen hier ganz an den Rand die, wie gesagt, ganz an den Rand, da machen wir auch ganz an den Rand, halten wir uns ausnahmsweise mal an das, was wir sagen. Dann können wir nämlich
denn da aus? Da reingehen. So. Das bedeutet, ich müsste theoretisch so auskommen. Und du gehst darüber. Eins, zwei, drei, vier. Mit dem da hinten ist es die fünf. So, dann möchten wir das Ganze aber ungefähr hier stehen haben, einen hochgehen und dann da rein. Dann können wir hier hingehen und sagen, so rum nehmen wir. Können wir eine ganz bescheuerte Nummer machen? Das ist knackt ohne Ende, aber es dürfte funktionieren. So. Geht da rein, geht da rum und wird dann da hochgebracht. Müssen wir jetzt nur noch machen, dass ihr das auch tut? Machen, dass ihr das auch tut. Dankeschön. Das war wieder mal meine äußerst philosophische Ader. So, da haben wir gesagt, das hintere kommt da rein und dieses kommt dort rein. Okay, dann wollen wir mal schauen, was wir brauchen, um unseren Brennstoff dahin machen zu können, also den kompakten. Ja, der ist jetzt einfach nur zum Gucken. Also, kompakte Biomasse. 20 fester Treibstoff, der Biotreibstoff und 40 Biomasse. Da geht's hin und dann geht das links rechts rum. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dahin müssen wir. Sieht gut aus. So. 10, dann gehen die nächsten. 1, 2, 3, 4, 5. Bis hierhin geht das. Dann haben wir 1, 2, 3. Okay, die können wir dann. Das kann nicht wahr sein, schon wieder. Das heißt, wir können jetzt Fabrikator.
So. Und dann geht das in die Richtung und in die andere. Okay. Also das haben wir gesetzt, das passt schon mal. Jetzt wir rechnen noch mal eine Runde. Wir wollen hier das haben. Wir brauchen 20 fester Biotreibstoff und 40 Biomasse. So. Ups. Was kriegen wir denn hier raus? 30 Biomasse. 60 Blatt, also 60 Biomasse, 120 Blatt. 120 Blatt werden da hinten wieder zu 60 Biomasse irgendwo. Da hinten. Ich bin hier falsch. Ich muss hier um die Ecke gehen. So. Dahin. Also, wir haben hier. Kommen 60 raus. Da kommen 60 raus. Wir haben also 120. Wie viel kriegen wir hier raus? Hier kriegen wir auch raus 60. 60 würde für 3 reichen. Dafür brauchen wir aber die vollen 120 Biomasse. Das heißt, wir machen zwar. Ich muss noch mal eben gucken. Du hast gesagt, 60 machst du. 60 reicht für 10 Stück. Wenn ich aber 3 hinkriege, ich bin falsch. Moment. Kann noch ein bisschen dauern. Okay, 3 mal. 60 sind 3 mal. Okay, das heißt, ich brauche dazu. Wie viel kommt denn an? Wie viel nimmst du denn an? Du brauchst 30. 60. Die kämen aus. Also 120. Wenn ich den Spaß zweimal mache. Das heißt, ich muss den ganzen Kram da oben nochmal verlängern. Also die. Die 30 kriegen wir hin. Wir sind jetzt bei 23. Das heißt, ich muss da hinten noch ein bisschen mit den Rohren umbauen. Das ist ja kein Problem. Aber dann brauchen wir erstmal noch Plattformen. Dementsprechend stehen die beiden blöd. Das machen wir zuletzt. Wir machen als erstes machen wir die Kollegen hier. Wie sieht es denn damit aus? Wir brauchen. Das sind die Boiler-Plattformen. Das heißt, wir brauchen hier nochmal 7. Da wird es langsam eng. Wir brauchen da nochmal 7. Und da nochmal 7. Da brauchen wir das. Hier brauchen wir nochmal 7. Okay. Jetzt streuen wir hier mal ein bisschen unseren Carbon. Hey, ich habe wieder ein bisschen was zu holen. Wo sind wir denn hier? Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, die 10 waren aber wirklich nötig. Okay, Wasser haben wir schon mal soweit angeschlossen, fehlt nur noch Wasser hochleiten. Jetzt sind wir bei den Kollegen. Einer reicht für 10. Wir haben gesagt, wir brauchen noch 2. Also. Zwei Fabrikatoren. So, haben wir. Dann fangen wir an.
So, Rohstoff kommt auch rein. Das heißt, hier auf den Stellen. Wir haben... Quatsch. Oh, kriegen wir hier? Das wird hier hässlich ohne Ende. Aber ich will diese 5 irgendwie nebeneinander kriegen. Ich muss eine zweite Säule ziehen. Egal. Geht eigentlich. Es gibt Auspuffrohre, die sehen schlimmer aus. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Bis dahin. Pumpen. Okay. Dann können wir da den anderen hinsetzen. So, und da müssen wir gucken, wie wir es reinkriegen. Das wird dann, keine Ahnung. Du machst auf jeden Fall besten Biotreibstoff. Du hast 120 Biomasse. Dann gibst du mir 60 raus. Das bedeutet, ich brauche den. Und den. So. Dann haben wir hier das Problem. Der müsste hier irgendwie drüber laufen. Ich will es nicht queren lassen. Außer ich finde eine andere Lösung dafür. Muss man. Sieht man schon mal davon. Eine Lösung wäre, logischerweise. Eine absolut unschöne. Die Nummer, wo es so reicht. Perfekt, machen wir es. Dann müssen wir das nachher darüber legen, das darüber legen, fertig. Fusionator. Dahinter. Da müssen ...120er Band hin. So. Dann klappt das schon mal. Dann brauchen wir... ...den hier.
Wo machst du das? Wo machst du das? So. Das heißt, die Blätter habe ich schon mal abgehandelt. Ich muss hier, weil ich ja weiß, das kommt da unten raus. Das muss ich noch gucken, da muss ich möglichst, ja. Geh mal hin. Damit hätten wir die Blätter schon mal geregelt. So, und der Rest läuft ja quasi direkt durch. Wie viel müssen wir da aufs Band kriegen? Wir haben 3 mal 40, 120. Das heißt, da muss auch ein 120er Band. Okay. Das heißt, am Ende können wir diese Fluid Condition hier setzen. Und zwar brauchen wir 1, 2, 3, 4. So, in meiner ganzen Berechnung ist natürlich das Problem, dass hier wieder Wasser rauskommt, gar nicht mitbedacht. Dann fangen wir schon mal an, das hier aufzubauen. Wir hätten gerne einmal ja, warum? Den brauche ich doch gar nicht gerade. Wir müssen uns das also dahin packen. Da komme ich dran. Okay. Sehr gut. Dahin. Runter und den Spaß anschließen. Einmal. Und zweimal. So, gucken wir mal. Du kommst da hoch. Einmal kommst du nicht hier an. Das heißt, wir müssen da wieder Pumpen hinsetzen. Pumpen, Pumpen, Pumpen. Hört sich gut aus. Wie sieht es von da aus aus? Nebenbau. So, jetzt müsstest du mir was hier sagen. Okay, du weißt, da kommt 15. Dann haben wir 30, 60 Wasser. Das wäre eigentlich das Wasser, was wir da hinten brauchen. Könnten wir einen da unten abschließen? Wäre das noch eine Überlegung wert, die 60 Wasser da hinten reinzupumpen? Wie sieht es bei dir eigentlich aus? 11. Was kann ich mir mit den 11 denn eigentlich holen? Kommt die dumm? Wir hatten. Die brauchen wir noch. Das wollen wir. Ob die hatten wir gesagt, wollen wir haben? Nein, damit. Damit wären wir bei 10, ne? Dann könnte man das.
Die Wandverteiler sind wichtiger. Und Durchführungen sind mir noch egal. Dann müssen wir bei 10, 11 sein. Nein, 12. Eigentlich für 10. Wie mache ich es am besten? So, wie geht es bitte? Also. Dahin. So, dann müssen wir die einstellen. Mittlerer Ausgang ist Blätter. Dann machen wir der Seite jeweils rechter Ausgang Biomasse. Einstellung Papier. Einstellung einfügen. Hier machen wir mittlerer Ausgang Blätter. Linker Ausgang Biomasse. Einstellung kopieren. Einstellung eingefügt. Sehr gut. Ich fange mal mit einem Crusher an. Den setzen wir. Oder machen wir mal. Wie viel brauchen wir denn? 10. Wir brauchen also 40. Einer. Ja, Sicherung durch ihren Rand ist mir klar. Du machst letztendlich 60 Punkte. Ist das richtig? 60? Also ich habe 30 und ich habe da 30. Hier dran? Nein, Stromleitung ist zu lang. Punkt 1. Immer eine Stromleitung direkt daneben setzen. Machen wir so. Haben wir den schon mal da dran. Dann wollen wir Logistik. Also, Fusionator dran. Brauche ich nur ein Band da hoch. Aber ich brauche noch eine zweite Quelle und dann muss ich genau die treffen. Mann, ist das heißt 20. Ich, also 60 gehen rein. Davon kriege ich 20 raus. 60 gehen raus, davon kriege ich. Davon kommen 60 raus. Bin ich ein bisschen doof. Das heißt, ich brauche das zweimal. Kriege ich.
gehst jetzt hier hoch. Gehst in die erstbeste Maschine rein. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. So. Du machst mir das. Du bist gelb. Du hast Strom. Du hast das. Du musst jetzt Zeug kriegen. Guck mal, wie schnell der Kollege da ist. Wobei, könnte auch 60 sein. Und auf jeden Fall noch einen zweiten. Woher? Sei denn, du sagst mir 120, dann wird hier mächtig aufgerüstet. Du machst 120 die Minute. Leute, gleich, ich muss ein bisschen. Hier 120er Band gesetzt. Ich habe hier 120er Band gesetzt. Das ist schon mal gut. Aber. Gleich wieder da. Ja, 60 rein. Außer ich hätte jetzt hier Energiedinger, aber die habe ich noch nicht. Na, du machst mir das hier schön. Perfekt. Das heißt, sobald der hier voll ist, was ja relativ zügig sein müsste, weil es kommt ja jetzt das Doppelte hier rein. Außer ich verstehe diese Anzeige falsch. Dann ist richtig Arsch. Dahin setzen ins normales Band. Den zweiten hier rein, der macht das gleiche. Da kommen 60 raus. Das heißt, ich kann hier da auf 60 downgraden. Du bekommst die richtige Menge. Sehr gut. Dort einen Fusionator hin, der die beiden zusammenführt und dort drauf bringt. Das Zeug läuft jetzt schön. Das sind jetzt 40. Perfekt. Meine Idee wäre jetzt, hinzugehen. Ein Fusionator. Wo kriege ich das hin mit der Höhe? Ich möchte ihn gerne so haben. Weil dann kann ich hingehen und sagen, ich hätte gerne. Das, dann geht das da oben hin. Ja, perfekt. So will ich das haben. Wenn ich das gleiche nämlich jetzt hier mache, mache ich das hinten oder mache ich das vorne? Für die Symmetrie machen wir es hier. Auch nur dafür. Okay, das ist super. Der soll nach hinten nämlich weggehen. Sieht ein bisschen, also klingt ein bisschen dumm, aber ich habe einen Plan. Wie gesagt, du gehst. Moment. Du gehst da raus. Du. Nein. Du gehst da raus. Perfekt. Dann gehen wir mal hier durch. Denn ich möchte gehen. Rüberlegen. Nur noch Wasser und Strom. Wasser und Strom. Lass das ruhig ein bisschen voll laufen. Voll ist immer gut. Besser. Dann geht das hier weg. Sehr gut. Machen. Dich einmal leer, weil das war ein Fehler, mich volllaufen zu lassen. Ebenso dich. Dann läuft das ein bisschen besser. Dann können wir lieber hingehen. Und dann kann ich aber auch da reinschmeißen. Wobei dich schmeißen wir hier unten hin. Gibt einen Punkt. So. Jetzt geht rein. Jetzt müssen wir uns nur noch was überlegen. Wie wir sie alle so ein bisschen zusammenkriegen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das die falsche Ecke war zum Anschließen.
Ich glaube, der da hinten war der mit am wenigsten, ne? Sicherung durchgebrannt. Das müsste gleich sich aber erledigen. Irgendwann. Weil da hinten. Okay, wir müssen erstmal den Strom da auch wieder abführen. So, was wir jetzt machen, ist. Was haben wir denn hierfür? Oh, das ist ja. Das gefällt mir. Ist nur noch die Frage. Oh, das funktioniert. Okay. Du machst da einen Überlauf. Du. Dann geht das Ganze in dieses wunderbare Netz. Womit ich mich total verrechnet habe, ist, dass das sich hier staut. Weil die Bänder zu langsam sind. Das macht das Ganze natürlich ineffizient ohne Ende. So. Dann funktioniert das System nämlich auch nicht. Besser. Die 60 gehen auch sofort raus, gehen hier zusammen und gehen hier überall. Da habe ich dran gedacht. Ja, besser. Du kommst auf 60. Ja, ideal. Genauso soll es laufen. Das sieht gut aus. Müsste das hier so langsam. Haben wir schon irgendeinen, der reinkickt? Unsere Produktion steigt an und wieder runter. Die Unglück Capacity muss hochgehen. Daran können wir das sehen. Die muss eigentlich, ja, kontinuierlich ist schwierig wegen Wind. Aber wir sind momentan recht gut dabei. Irgendwo müssen doch jetzt hier. Guck mal, da läuft das Zeug schon mal lang. Also. Ja, du verbrennst das aber schneller, als dass du es reinkriegst. Hier oben muss ein 120er Band sein. Sonst funktioniert das Ganze nämlich auch nicht. So. Ja, ihr kennt das, ne? Das sind die kleinen Problemchen, die man lösen muss. Wie sieht's bei dir aus? Du kriegst Temperatur. Das ist gut. Hier ist 17 drin. Das gefällt mir. Das ist ein Überlaufsystem. Wenn du der Erste bist, der hier anspringt, ist das vollkommen okay. Da komme ich mit klar. Wie sieht's aus? Zuckelt ein bisschen mehr. Vorne wird ein bisschen böse, aber es klappt. Wir bleiben noch dabei. Wie sieht es bei dir aus? Du gibst mir die vollen 150. Und hier vorne hin, hier sind nämlich auch welche, die ein bisschen konstanter grün leuchten. Du bist langsam. 300. Das war eine, die immer wieder ausgeht. Wie ist deine Geschwindigkeit? Du gehst auch wieder aus. Du bist aus. So, 450 Megawatt. Mit denen kann man nichts ablesen. Und hier kann man auch nicht das gesamte Netz sehen. Das ist ein bisschen schade. So, was sagt mein Netz hier? Ist deutlich drüber. Das heißt, wir können hingehen und den mit dem verbinden. Weil dann sollten die da hinten grün werden alle. Meine Produktion müsste einen Sprung gemacht haben. Jo.
Von 180? Gut, dass ich... Das heißt, wir kriegen jetzt genug Wasser rein in das System. Wahrscheinlich sogar zu viel. Da müssten wir noch mal ein bisschen nachgucken. Ich glaube, ich sollte diese eine Leitung hier, die ich einzeln gelegt habe, die wollte ich noch runtersetzen. Die muss ja auch verbraucht werden. Das bist nämlich du hier. Ich mache dich mal nur auf 30 vorerst. Das sollte schon reichen. Vielleicht muss ich dich irgendwann auf 6 runterpacken, aber das kriegen wir dann auch hin. So. Nächster Blick. Und es steigt immer mehr. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Das Ganze hat ein wenig gedauert, aber funktioniert soweit. Und wenn wir hier hochgehen, sehe ich hier grün. Und die ganze Reihe ist grün. Alles. Bis hinten hin. Das heißt, wir haben jetzt Gigawatt meine ich natürlich. Also, 4,5 Gigawatt dazu. Wir sollten erstmal... Sag mal! Falsche Taste. Da ist weh. Nee. Weg. Danke. Wir sollten jetzt erstmal keine Stromprobleme mehr haben. Mal jetzt von unserer kleinen Plattform hier nochmal einen schönen Screenshot. Und dann war es das für heute. Ja, wir haben ja jetzt... Genau. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen!